Das war's, Jungs. Der Sieg ist zum Greifen nah. Gut so, sag ich. Aber was ist mit all den Waffen da draußen? Klar, im Krieg haben wir Waffen gebraucht, aber wollen wir die auch beim Wiederaufbau ständig um uns herum haben? Ich habe mich schon daran gewöhnt, überall Waffen zu sehen. Kommt mir eher verdächtig vor, wenn ich keine sehe. Geht's nur mir so? Oder sitzt ihr auch beim Essen mit entsicherter Waffe? Ich finde, das ist keine Art zu leben. Gut, wenn es je zu einer Zombie-Apokalypse kommt, Kyra, dann sind wir bestens vorbereitet. Denen würden es ordentlich gehen. Oh. Otto! Wo bist du? Bobby Ray Runner ist für euch live auf Sendung. Der Tag ist endlich gekommen. Ich dachte nicht, dass ich das mal sage, aber jetzt mache ich es einfach. Laut und stolz an euch gerichtet. Hagan Means Schreckensherr. Das war's, Jungs. Der Sieg ist zum Greifen nah. Gut so, sage ich. Aber was ist mit all den Waffen da draußen? Klar, im Krieg haben wir Waffen gebraucht, aber wollen wir die auch beim Wiederaufbau ständig um uns herum haben? Ich habe mich schon daran gewöhnt, überall Waffen zu sehen. Kommt mir eher verdächtig vor, wenn ich keine sehe. Geht's nur mir so? Oder sitzt ihr auch beim Essen mit entsicherter Waffe? Ich finde, das ist keine Art zu leben. Gut, wenn es je zu einer Zombie-Apokalypse kommt, Kyra. Dann sind wir bestens vorbereitet. Denen würden wir es ordentlich geben. Oh. Giotto! Gerettet. Aber er hat furchtbare Albträume. Er kann nur schlafen, wenn er sich zwischen Ziegen versteckt. Helmanji ist wieder zurück. Sie stand plötzlich bei ihren Eltern vor der Tür. Wir folgen
her! Ich will, dass ihr in jedes Haus geht und jedes Kind findet. Jedes Kind. Bringt sie dann hierher, zu mir. Los. Was geht hier vor? Wir brauchen Männer, um Widerstandsnester der Royal Army anzugreifen. Und ich muss über Kyrats Zukunft nachdenken. Wir müssen Opiumfelder schützen, Gesetze vollstrecken und Arbeiter überwachen. Also zwingst du die Leute, dem goldenen Pfad beizutreten? Ich muss die Freiheit für eine friedlichere Zukunft opfern. Entweder macht man mit, oder geht uns aus dem Weg. Bitte, lasst meine Kinder gehen. Sie bedeuten uns alles. Einfach alles, bitte. Steht auf! Das ist eine gute Sache. Eure Kinder werden helfen, Kyrat zu einem besseren Ort zu machen. Wenn ihr Kyrat liebt, dann dreht ihr jetzt um und geht in eure Häuser. Sonst lasse ich euch erschießen. Warum machst du das? Ich tue das Beste für mein Land. Und was ist mit Badra? Was hat sie zu all dem zu sagen? Es spielt keine Rolle, was sie sagt. Ich habe sie weggeschickt. Ich brauche keine Tarun Matara, hinter der sich unsere Feinde sammeln. Du hast sie weggeschickt? Wohin? Geht dich nichts an. Und versuche nicht, sie zu finden. Badra kommt nicht zurück. Wir mit diesen gefährlich reinen hier.